So, wir gehen auf die Monsterbox. Ja, wir brauchen Feuermonster. Deswegen. Ach, ich habe ja nur eins. Ich Dummbatz. Ich kleiner Dummbatz. Ich kann da gar kein Feuermonster mitnehmen, außer als Helfer. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber jetzt bin ich in der Stadt wieder. Wollte ich gar nicht. Ja, wir gehen zurück zur Karte. So, wir klicken wieder auf das Erdgebiet. Wir gehen in den Tempel. Und selbstverständlich gehen wir bis zum Boss. Und wir suchen uns diesmal einen Helfer aus, der vom Feuertyp ist. Ja, das können wir so lassen. Und der sieht doch ganz gut aus. Ne, erhöht Angriff deiner Monster nach einer mindestens Dreifach-Kombo geringfügig. Oh, das ist ein guter Helfer. Ein sehr guter Helfer für Feuertypen. Interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Ach ja, und die Folgen sind übrigens sehr lange. Die werde ich einfach so schneiden. Also für all diejenigen, die jetzt irgendwie hoffen, dass eine großartige Verabschiedung kommt. Das kriege ich leider nicht hin, weil hier zocke ich so lange durch, bis ich keine Lust mehr habe. Oder ich denke, ich sollte vielleicht dann mal eine Pause machen. So, das war auch gar nicht so schlecht. Jeder greift an und wenn wir Glück haben, sind die auch alle drauf einmal weg. Ja, super. Hat ja bestens gefruchtet. Leider haben wir hier nichts bekommen. Schade, so viele Gegner und keine Belohnung. Wirklich sehr schade. Oh, der sieht auch geil aus. Guck mal, was der für Hörner hat. Gekreuzte Hörner. Oh, Diablo-like. Sehr nett. Wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen dann danach... Ja, Schatz oder Ereignis? Also ich mache lieber immer Versus. Wir können danach nochmal reingehen und gucken, was auf der anderen Seite gewesen ist. Aber dann lieber erstmal so. Ja, dann gehe ich jetzt hier hin und das war ja keine so gute Entscheidung. Nur eine Zweier-Kombo. Per Glück haben wir noch eine Dreier geschafft. Oh, das reicht aber nicht. Und wir haben nur einen besiegt. Eieieiei. Oh, hier. Die haben jetzt 1000 Schaden gemacht. Wir brauchen ein paar Herzsphären. So, wir gehen nach da oben. Und, na, das war auch nicht optimal. Da haben wir wieder gefailed. Aber zumindest haben wir ein paar Lebenspunkte wiederherstellen können. Oh, der hält viel aus. Der hält ja wirklich viel aus. Kann ich den irgendwie anvisieren? Anscheinend nicht. Was ist denn damit? Könnte ich auch während des Kampfes meine Monster ändern? Nee. Nee, kann ich nicht. Wäre aber schön gewesen. Naja, egal. Dann zurück zum Kampfgeschehen. Ja, ich sollte mal versuchen, jetzt ein bisschen besser... Ach, das war auch Mist. Mist. Na, ja, auch hier wieder gefailt. Ich wollte eigentlich so eine 5er-Kombo hinkriegen. Ich sage immer 5er-Kombo, obwohl ich eigentlich nur meine eine, wie heißt denn das? Wenn ich hier 5 Sphären auf einmal wegbounce. Da muss es doch irgendeinen Namen dafür geben. Ich nenne es zukünftig nicht 5er-Kombo, ich nenne es einfach nur 5er-Sphäre. Dünn, dünn, dünn. Ja, welch Einfallsreichtum. Ja, die 5er-Sphäre. Aber erstmal gehen wir hier auf diese Feuersphäre. Und die Licht... Ja, hat noch geklappt. Super, okay. Haben wir Schwein gehabt. Ja, es müsste für den auch reichen. Wir machen 2500 Schaden, das ist soweit okay. Oh, und wir brauchen Lebensenergie. Vielleicht hätte ich doch einen anderen Helfer nehmen sollen. Aber... Ja, wollte ich gar nicht. Ich habe ja immerhin noch ein Lichtmonster. Und das Lichtmonster kann mich ja heilen. 700 Lebenspunkte. Mensch, das darf man nicht vergessen. Dafür haben wir es doch. Und Sarah ist da. Nami. Alles okay bei dir? Die Gegner hier sind ziemlich stark. Aber damit muss man in so einem Tempel rechnen. Hm? Vielleicht wäre es vernünftig, erst einmal im Drachenlabor Eier auszubrüten oder Monster zu entwickeln. Was sagst du dazu? Also gut, bis dann. Viel Erfolg, Nami. Ja, ein sehr netter Hinweis. Aber das wissen wir doch schon bereits. Wir wollen geradeaus gehen. Das heißt, ich versuche hier, die Blauen wegzuklatschen. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. So. Okay, hat gereicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon jetzt wieder per Zufall, dass irgendwelche anderen Sphären aus Versehen weggebounced werden. Das hätte ich nicht gebrauchen können. Dann gehe ich jetzt mal hier hin, dann dahin und dann hier hin. Das war gut, oder? Ey, Leute, das war richtig gut. Da haben wir eine 5er-Kombo einfach so hinbekommen. Oh, hier, schaut mal, wie viel da unten passiert. Kombo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ganze 11 Stück. Das war fett. Oh, hier, oh, 15.000 Schaden. Und 2 Puzzleteile. Sehr nice. Mori Ganon Chip.
Und ein Morrigan-Chip war es, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. So, und hier ist wieder Paradox. Dir werde ich eine Lektion erteilen. Meister Dogma, wirst du dich so schnell nicht mehr in den Weg stellen. Hä, wieso Meister Dogma? Erstmal sollte doch eigentlich für den Gilden da sein, denke ich zumindest. Naja, mal gucken. Mal gucken, was wir machen. Wir smashen hier nach oben und so vielleicht. Na, jetzt war ich mir unschlüssig, welchen Weg ich einschlage. Ja, war nicht ganz so clever. Oh, Force Power Uphills. Oh, 6 Runden erhöhter Angriff. Geht's noch? Hat der einen Arsch offen? Dann machen wir hier erstmal Guard Down. Das halte ich für sehr sinnvoll. Und wir können ja mal spaßeshalber hier auch die Fähigkeit von der nehmen. Way of Healing. Das Gesicht. Sehr nett. Aber 700 Punkte tatsächlich. Das war okay. Dann, ja, was machen wir jetzt? Wir machen das mal so hier. Ja, das war okay, ja. Das war tatsächlich okay. Und wir haben sogar schon durch diese eine Attacke einen kompletten Balken wieder bekommen für unsere Spezialangriffsleiste. Auch nett. Oh, der macht 1000 Schaden. Das macht uns aber überhaupt nichts, denn wir haben ja Way of Healing. Und wenn wir in jeder Runde mindestens immer einen Balken bekommen, naja, ist das zumindest eine sehr gute Strategie, um auf immer und ewig gefüllt zu sein mit einer guten Lebensenergie. Ja. Damit komme ich gut hin. Jetzt haben wir leider hier nicht ganz so viel reißen können. Na, wobei doch, Kombo 5 ist okay. Müsste ausreichen. Das müsste ausreichen. Ja, er ist auch weg. 4000 Schaden hat er genommen. Und ich brauche diesen Drachen. Der sieht echt cool aus. Ich habe dich wohl unterschätzt. Nein, Team Paradox wird zurückschlagen. So, und da ist er wieder. Da ist er wieder, dieser mächtige Ritter. Der Drachenritter. Ja, sieht schon geil aus. Und wir haben schon wieder eine gefüllte Anzeige. Na, dann nehme ich doch hier wieder Guard Break. Na, dafür habe ich's doch. Na klar. So, das muss ich nur irgendwie versuchen, mal so eine Fünfer-Sphäre zu kriegen. Ja, mit den Roten wird schwierig. Die müsst ihr erstmal nach unten bringen. Naja, auch die Grünen, auch da wird's schwierig. Ja, ist nicht so einfach, aber wir können es ja mal probieren. Ich probiere es einfach mal. Hat geklappt. Aber es war nämlich nicht sinnvoll. Nein, es war nicht so sinnvoll. Ich meine, gut, wir haben Schaden gemacht bei allen, aber immer noch so wenig, dass sich das kaum lohnt. Dann mache ich das jetzt mal so hier. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir eine Vierer-Kombo. Ne, sogar eine Fünfer-Kombo. Hier und automatisch noch mehr hinterher geklatscht. Sehr geil. Und wir haben wieder eine gefüllte Spezialangriffsleiste. Auch das ist nett. Ja, so kommen wir gut durch die Dungeons. Wenn wir immer so 4.000, 5.000 Schaden machen, reicht ja anscheinend für die ersten Dungeons aus. Und hier ist der nächste Boss. Es ist, oh, wieder ein neues Vieh. Schaut mal, der hat Schwerter in der Hand. Oh, auch das erinnert mich irgendwie an Diablo 3. Mit der Haube. Die Dämonenjägerin. Nur er ist halt ein Dämonenjäger. Aber auch grafisch nett animiert. Sieht cool aus. Dieser Umhang, wie er schwebt, so richtig geil. So, dann gehe ich mal hier hin. Ja, wir machen das so, so und... Ah, Mist, ich wollte noch nach oben ziehen. Da hätte ich dann den Lichtbonus zweimal bekommen. Ja, schade. Aber kannst ja nicht wissen. Aber der müsste soweit ausreichen. Ach, das reicht für beide sogar aus. Cool. Ja, wir haben wieder Level-Ups bekommen. Und von den Leveln her hat sich gar nicht so viel getan. Wir waren ja bei Level 10. Gut, jetzt haben einige schon Level 12 und 13. Wir sind natürlich etwas stärker geworden, aber ob das ausreicht für die nächsten Durchläufe auf der zweiten Karte, das war jetzt zu bezweifeln. Oh, hier, da ist er, Halle des Himmelsdrachen. Oh, jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird spannend und ich muss jetzt versuchen, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Mache ich erhöhten Schaden bei Feuermonstern? Mache ich das hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich komme damit eigentlich gut hin, weil der füllt eben unsere Spezialangriffsleiste nach jeder Runde und dann kann ich mich immer heilen und ich weiß nicht, wie viel Schaden der austeilt. Ich bleib dabei. Ja, ich bleib dabei. Wir haben aber leider kein... Ah, na super, jetzt haben wir hier kein Feuervieh. Kacke. Das ist wirklich kacke. Ah, nee, Wasser können wir vergessen. Vielleicht höchstens noch... Das ist gut. Reduziert den erlittenen Schaden durch gegnerische Holz- und Wassermonster. Das ist die Anführerfähigkeit, die Helferfähigkeit. Verwandelt Wassersphären in Herzsphären. Wirkt nicht auf Setsphären. Ja, das ist doch okay. Lamy, weißt du was? Dich nehme ich. Das war super. Das ist der Schaden, den wir nehmen, einfach vermindert. Und hier ist nur eine gerade Strecke. Na, ist ja auch geil. Ja, hier.
Das halte ich am cleversten. Ja, das war eine gute Kombo. Damit ist der erste bestimmt schon mal weg. Ja. Und der zweite. Ach, der braucht ja noch zwei Runden, um uns anzugreifen. Da lache ich doch drüber. Hier. Das müsste ausreichen für dich. Ich hätte mir vielleicht die Feuersphären erstmal. Ach, Mist, jetzt sind die auch weg. Aufsparen sollen, wollte ich sagen. Okay, wir plauzen drauf. 7000. Und wir kommen dem Himmelsdrachen immer einen Schritt weiter näher. So, hier ist nochmal ein kleines Event. Ich habe dich und deine Einmischungen satt. Dir werde ich es zeigen. Ein für alle Mal. Im Namen von Jillen, dem Kaffeetrinker. Oh, die sind größer. Ach, das ist die Vorentwicklung. Könnt ihr euch noch an die Kröte erinnern? Ich will immer noch diese riesenfette Kröte haben. Die sah einfach zu geil aus. Und das sind die Vorstufen. Aber ist ja auch cool, dass wir schon mal sehen konnten, wie die überhaupt aussehen. Ja, ich mach das mal so hier. Ding, 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 ding. Nur eine Dreier-Kombo. Leider reizt nicht für hier Toxi-Quack. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Force Power Uphills. Und auch er stark wieder seine Monster mit irgendwelchen Pillen. Der spinnt wohl. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit zumindest. Das ist nett. Ja. Na, das nehmen wir doch dankend an. Dann haben wir jetzt die Chance, den gemeinsam anzugreifen. Also die alle beide auf einen Schlag, meine ich. 1004? Ja, müsste reichen. 8000 und 7000? Ja, nett. Unglaublich! Gegen dich komme ich einfach nicht an, Ark! Oh, was nun? Oh, ich wollte gerade sagen, passiert schon wieder irgendwas Unvorhergesehenes? Nein, diesmal nicht. So, reicht das? Na, ich würde gerne hier den oben noch haben. Ja, das war eine gute Entscheidung. Nochmal ganz kurz umgeswitcht vom Gedanken her. Und hat auch von der Zeit ausgereicht, dass wir unsere Puzzleteile noch verschieben konnten, die Sphären. Na, ist ja auch super. Oh, wir haben ein Ei gefangen. Ach, cool. Also, wir haben nicht ein Ei gefangen, wir haben den gefangen in Form eines Eis. Nice. Ja, das freut mich. Das freut mich sogar wirklich. Dann brauchen wir den nicht hochzüchten, dann kriegen wir den einfach so. Ah, ist ja cool. Wir haben jetzt zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber das ist nicht so wild. Weil dafür haben wir ja hier die Sphäre noch übrig. Ich würde lachen, jetzt kriegen wir noch ein Ei. Na, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass das passiert. Vielleicht kriegen wir auch eh nur maximal ein Ei überhaupt. Ein Morrigan-Ei. Haben wir einfach so gefangen? Ist doch cool. Das ist ja wirklich cool. Sparen wir uns das Aufleveln. So, was haben wir hier? Ja, hier mache ich mal wieder Guard down. Und leider fehlen mir hier ein paar Feuersphären. Ich könnte das versuchen, irgendwie eine Fünfer-Kombo. Ah, ich sag schon wieder Fünfer-Kombo. Ich muss damit aufhören. Eine Fünfer-Sphäre. Ja, reicht. Wir haben die Fünfer-Sphäre bekommen. Aber leider hat es nicht ausgereicht. Wir haben bei jedem nur die Hälfte gerade mal an Schaden gemacht. Ja, schade, dass der Schaden nicht ausgereicht hat. Dann machen wir es mal so. Das ist zumindest eine Dreier-Kombo und wir können mit mehreren Monstern angreifen. Das müsste für 1, 2 aber ausreichen. Ja, reicht's auch. Ja, ist natürlich wieder hier auch blöd, dass ausgerechnet der, der als nächstes angreift, tatsächlich in Ruhe gelassen wird. Ah, hier! Ich kann mit L und R die Gegner anvisieren. Oh, das checke ich jetzt erst. Jetzt am Ende des Durchlaufs. Ist ja witzig. Naja, aber immerhin. Habe ich es überhaupt gecheckt? Na, dann können wir es ja ein bisschen beeinflussen, wen wir als nächsten besiegen möchten. Ja, das ist von der Strategie her sehr wichtig. Denn es macht schon Sinn, vielleicht dann die Monster zuerst zu besiegen, die als nächstes auch angreifen, weil sonst nehmen wir ja unnützen Schaden. Hier zum Beispiel. Ich sag mal hier, wir greifen den an. Macht am Anfang natürlich mehr Sinn. So, dann bereite ich schon mal alles für die Feuerattacke vor. Den nach unten, ja. So vielleicht, ja, das war gut. Das war tatsächlich gar nicht so verkehrt. Oh, hier, zisch, bam, pum, pau. So, dann sehen wir den an, weil der hat nicht mehr so viel Lebensenergie. Ja, es müsste ausreichen für eine Dreierkombo. Ja, weil die gelben Steine wandern nach unten, haben sich aktivieren können und damit ist der auch weg. Na gut, jetzt kann der einmal angreifen, aber hey, das ist egal. Flurry of Blurs oder was auch immer. Oh, was war das? 1000 Schaden? Macht überhaupt nichts. Da schmunzeln wir nur, weil wir haben ja Way of Healing erneut. Wie heißt die nochmal? Kururu? Hieß die so? Ich weiß es nicht mehr. Muss ja mal die Namen aufschreiben und alle irgendwie lernen. So, auch hier. 3er-Kombo, 4er-Kombo, 5er-Kombo. Ja, damit ist er auch weg. Und wir kommen jetzt zum Finale. Der Enddrache. Da wird er sein. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Boss, ich komme. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, da ist er. Jillen.
Oh, er sieht schon etwas niedergeschlagen aus, weil er ganz genau weiß, wie ihm gleich blüht. Ich habe dich erwartet, Nami. Ich habe ein steinhartes Ei gegessen und es mit dem schwärzesten Kaffee aller Zeiten hinuntergespült. Und jetzt habe ich Magenkrämpfe. Du scheinst wirklich entschlossen zu sein, an deine Grenzen zu gehen. Ein gleißendes Licht. Der Tag, an dem mein Gott mir befohlen hat, diesem Licht nachzujagen. Er ist gekommen. Von diesem Tag an haben sich die Flügel auf meinem Rücken durch meinen Körper gefressen. Hä? Verstehe ich nicht. Er hatte die Flügel nicht von Anfang an? Also hat er doch nur irgendein Kleidungsstück an oder wie? Der ist einfach mir ein Rätsel. Nami, zeige mir deine Flügel, mein Schätzchen. Lassen wir den entscheidenden Kampf beginnen, auf Leben und Tod. Horai, Himmelsdrache des Holzes, zeige dich. Tut mir leid, aber das ist dein Ende, Nami. Na, immerhin hat er sich dafür entschuldigt. Ein sehr höfliches Jillen. Oh, hier, guck mal, wie er aussieht. Ob wir den auch fangen können? Oh, und die Musik wird auch hier wieder etwas dramatischer. Ah, geil. Der sieht schon wirklich episch aus. Genau so stelle ich mir einen Himmelsdrachen auch vor. Direkt aus dem Intro habt ihr ihn ja eh schon gesehen. Von daher keine Neuerung. Aber cool. Da haben wir jetzt die Chance, den das erste Mal so richtig zu besiegen. So, was machen wir am besten? Na, Feuer. Wir brauchen natürlich Feuer, ganz klar. Hier, wir gehen hier nach oben. Bereiten schon mal alle. Ach, das war Mist. Das war Mist. Na, das war auch Mist. Ich wollte die Herzen noch wegklatschen. Naja, was machen wir jetzt? Tja, was machen wir jetzt? Weil wir haben leider nicht so viel Feuersphären. Ja, ist nicht so einfach. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach. Ich würde es ja optimieren. Boah, dann machen wir das am besten so. Ah, es war auch Mist. Nein, da wollte ich wieder zu viel. Okay, jetzt hatte ich Glück, dass das Herz so weit runtergerutscht ist, dass die andere Kombo, die ich ursprünglich vorhatte, auch ausgelöst werden konnte. Und schaut mal, der hat das erste Mal auch sehr viel Lebensenergie. Oh Gott, er macht die Force Power-Ups. Ich bin gespannt, was der dann drauf hat. Leider können wir ihn nicht irgendwie, ja, das wegnehmen. Vielleicht später. Vielleicht haben wir später irgendwie die Möglichkeit, ja, seine Stärkungen wegzunehmen. Da habe ich aber keine Ahnung, ey. So, ich gehe mal hier nach oben. Ja, das ist ganz gut. Ach, das war scheiße. Ich brauche zu lachen. Ah, ich bin so aufgeregt. Nein, meine Finger gehorchen mir nicht mehr. Ich mache nur Bockmist. So, er greift aber immer noch nicht an. Okay, unsere Chance nochmal was zu reißen. Dann machen wir erstmal nur eine ganz kleine Low-Bob-Attacke. Hier, so, hier. Ach, wobei, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so verkehrt. Eine recht gute Kombo. Okay, wir haben die Hälfte fast geschafft. Jetzt greift er an. Hard Mistwill Breath. Oh, der sieht gefährlich aus. 500.000. Okay, das ging aber. Hat er jetzt nicht hier unten irgendwas verändert? An unserem Sphärenbrett? Kann das sein? Habe ich nicht aufgepasst. Wir heilen uns erstmal. Dann senken wir wieder seine Verteidigung. Weil dafür haben wir es ja schließlich. Guard Break. So, schwarzer Nebel auf den drauf. Und was machen wir jetzt? Ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir machen mal diesen hier. Ja, so ist gut. Genau das wollte ich so machen. So, die Herzen rutschen auch nach unten. Das passt. Und jetzt bin ich gespannt. Der müsste jetzt gar nicht mehr so viel aushalten. Oh, doch. Krass. Der hält doch eine ganze Menge aus. Guck mal einer an. Das ist die erste größere Herausforderung, die wir hier haben. Wie machen wir es am schlauesten? Wieder zu lange überlegt. Nein, aber trotzdem hat die Feuersphäre doch gegriffen. Er nimmt Schaden. Und wie viel? Ja, guck mal. Lange braucht er nicht mehr. Auch wenn er jetzt angreift, ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns jetzt noch was entgegenzusetzen hat. Wir heilen uns selbstverständlich wieder. Wir haben ja noch genug davon. Ja, wir können es auch nochmal machen. Aber ich denke, das reicht hier erstmal aus. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen das erstmal so hier. So ist ganz gut. Und dann so. Ja, dann kriegen wir eine Vierer-Kombo hin, mindestens. Sogar fünf. Hat für 5 gereicht. Und damit ist er doch jetzt bestimmt gleich weg. Nein, immer noch nicht. Es hat immer noch nicht gereicht. Einmal kann er noch angreifen. Wir schaffen es aber trotzdem. Dann stärken wir uns mal. Ja, ich setze mal hier auf Fire Boost. Denn das kriege ich jetzt hin. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Hier, so hier zum Beispiel. Und ja. Das war eine 5, was wäre. Und reicht's?
1003, aber es hat gereicht. Er ist weg. Na super, unser erster Erfolg, wir haben es geschafft. Jubel, Trubel, Heiterkeit. 10.000 D-Wort-Würfel, Alter. Wir haben ja gerade mal 13.000. Einfach so verdoppelt, über all die Zeit. Das war ein fetter Bonus. Ob wir den nochmal irgendwie ja, besiegen können, wenn wir nochmal hier reingehen? Das wäre auch cool. Wir haben einen Morrigan-Chip wiederbekommen und wieder ein Morrigan-Ei. Sehr nice. Arg! Wie konnte ich nur verlieren? Warum ich? Ausgerechnet ich? Warum war ich dein erster Gegner? Nein! Ich kann nicht mehr fliegen. Warum? Ein Engel mit gebrochenen Flügeln. Nein, ein gefallener Engel. Eine Möwe. Nein, nochmal, eine Armmöwe. Du hast es... Achso. Du hast es geschafft, Nami. Super! Das unsichtbare Band, das uns verbindet. Ich kann es nicht mehr fühlen. Wo ist es hin? Bitte fass mich an. Nein, weiter unten. Wirst du dich auf die Reise zu einem weit entfernten Ort begeben? Ich werde dir jedenfalls nicht folgen. Warum auch? Das Band ist verschwunden. Mein Gehorsam gehört allein Paradox. Du kannst Paradox nicht besiegen. Ja, schließlich hast du keine weißen Flügel auf dem Rücken und du brauchst weiße Flügel, du unnützes Ding. Oh, was meint ihr damit? Wir brauchen weiße Flügel. Was heißt denn das? War das jetzt irgendein Hinweis? Horai, oh hier, er spricht zu uns. Menschenkind, hast du mich gerettet? Ich möchte dir meinen Dank erweisen. Nimm dies an dich. Und wir kriegen das Juwel, das Drachenjuwel. Ach, das sind die Symbole. Alles klar, das ist ja wie hier bei Legend of Zelda. Da kriegen wir auch immer nach dem Besiegen eines schweren Bosses irgendein Item, irgendein Juwel, irgendwas Spezielles. Und dann wird es abgespeichert. Okay, dann gibt es hier tatsächlich 5 Stück. Wir haben das Horai Drachenjuwel und die maximale Fertigkeitspunkteanzahl steigt um 1. Ja, wir können jetzt 6 Punkte also verbraten. Und du kannst jetzt 4 Teams speichern. Auch gar nicht so schlecht, weil jetzt haben wir ja sowieso schon sehr viele Monster bekommen und da wäre es gut, mal sich ein paar unterschiedliche Strategien auszudenken. Die Drachenjuwelen werden seit jeher von uns Himmelsdrachen an Drachenzähmer vergeben, die sich im Kampf gegen uns als würdig erweisen. Und du hast dich soeben als würdig erwiesen. Ja. 500 Millionen Jahre lang hielten wir Himmelsdrachen diese Welt im Gleichgewicht. Das ist eine ganz schön lange Zeit, muss ich mal sagen. Dann tauchte Paradox auf und zerstörte dieses Gleichgewicht. Nami, dank dir habe ich meine Kräfte wiedererlangt. Ich möchte dir danken, doch die anderen 4 Himmelsdrachen werden noch immer von Paradox kontrolliert. Bitte, du musst uns helfen, du musst sie retten. Na logisch, ich will aber nicht. Nun denn, ich werde meine Energie in diesem Tempel konzentrieren, damit das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt werden kann. Ja, und damit, denke ich, werden wir ein neues Gebiet freigeschaltet haben, oder? Ja, hier, da kommt's rangeknaspert. Wir können die Schule betreten und ihr habt gesehen, da hat ein Stück der Schule auch gefehlt. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich dort irgendwas reißen. Vielleicht neue Strategien lernen, vielleicht kriegen wir irgendwas Neues an Informationen, ich weiß es nicht. Da ist wieder so ein Weltenteil. Also eine sehr interessante Geschichte, dass die Welt entstanden ist nur durch diese Weltenteile, dass irgendwelche Kräfte dafür sorgen, dass die Welt einfach nur zusammengehalten wird durch diese Teile. Und wenn das eben schwindet, löst sich die Welt auf. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Wir haben jetzt hier diesmal 5 Puzzleteile, die wir angehen müssen und ich denke, die Level werden auch etwas länger. Ja, das war's für diesen Teil. Oh, wir haben sehr, sehr lange gezockt. Ja, den werde ich auf jeden Fall splitten in verschiedene kleinere Teile. Kriege ich bestimmt 4 zusammen. Ja, das Horai-Gebiet ist nun vollständig wiederhergestellt. Danke, Nami. Dass du tatsächlich ein Mitglied von Genius besiegen konntest, ich bin echt beeindruckt. Als Captain bin ich wirklich stolz darauf, wie schnell du dich entwickelt hast. Bitte nimm dieses Geschenk von mir. Mystic Dark Knight Eye erhalten. Ach cool. Mystic Dark Knight. Oh, wir haben ein Batman Eye bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Ich bin Batman. Unsere Mission ist es, Dogma zu besiegen und die Welt in ihren vorherigen Zustand zurückzuversetzen.
Dafür müssen wir die Tempel der Himmelsdrachen von der Kontrolle von Paradox befreien. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ich möchte, dass ihr ins Nirai-Kanai-Gebiet geht. Ins Nirai-Kanai-Gebiet? Das bedeutet, wir gehen zum Wassertempel, richtig? Genau. Es versperren jedoch wieder einige Stützpunkte von Paradox den Weg dorthin. Ihr vier geht bitte als erstes. Ihr seid quasi, ja, die Vorgut. Bitte in die Nirai-Ebene. Übrigens, laut Professor Tomonaga ist eine neue Maschine einsatzbereit. Na, die gucken wir uns das nochmal an. Ja, das gucken wir uns auf alle Fälle nochmal an. Diese Maschine heißt Athena. Mit ihr kannst du deine Monster, mit Hilfe von Eiern stärken. Ich empfehle euch daher, von eurem Abenteuer Besuch abzustatten. Alles klar. Was? Und wir haben noch ein Lagerhaus. Alles klar. Ja, jetzt möchte ich die Sache aber schon mal ein bisschen abkürzen, denn langsam brauche ich eine Pause. Eine Sprechpause. Oh, was nun los? Zurück. Was ihr dort findet, wird euch auf eurer Reise hoffentlich behilflich sein. Ahahaha. Also dann, Rekruten, viel Erfolg. Speichervorgang. Ja, wir speichern auch ab. Und ich denke, ja, hier gibt es trotzdem erstmal einen Cut. Oder nein, kann ich nicht machen, weil nachher vergesse ich, dass wir hier noch rein mussten. Und wieso laufe ich immer nach oben? Warum das denn, mein Kind? Lauf doch einfach mal nur nach rechts. Wir wollen schließlich erstmal Athena uns angucken, was die Maschine alles drauf hat. So, wir gehen mal hier kurz nach unten, drücken A. Monsterverstärkungsmaschine Athena, Startvorgang. Monster verstärken pro Ei werden 500 D-Volt benötigt. Na klar, wir verstärken das. Pro Ei? Wähle ein Monster. Ich nehme mal hier einen Wutzi. Ja. Mystic Dark Eye. Was passiert jetzt? Oh, wir haben das Ei verbraten. Ja, Gott sei Dank haben wir gerade vorher einen Speicherpunkt gehabt. Nee, warte mal. Hier setze ich mal kurz einen Schnitt und dann gucken wir uns nochmal an, wie das Ei aussieht. Nee, das können wir natürlich nicht für läppische Level verbraten. Nee, das machen wir nicht. Ja, was soll ich sagen? Wir haben tatsächlich unser schwarzes Ei verbraten. Es ist weg, komplett weg. Nein, und dabei hat das Spiel das wirklich automatisch abgespeichert. Echt zum Kotzen. Ich habe natürlich gedacht, hier, wir testen es einfach mal aus, weil wir sowieso abgespeichert haben. Aber nein, indem wir diese olle Maschine benutzt haben, speichert das Spiel automatisch dann diesen Spielverlauf auch ab. Und damit ist das Ei weg. Schrecklich. Ja, was könnte ich jetzt machen? Ich hoffe, es ist kein herber Verlust. Jetzt kann ich natürlich das Spiel nochmal so spielen, in der Hoffnung, dieses Ei zu bekommen. Och, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Das heißt, ich kann euch leider nicht zeigen, was das für ein schönes Monster gewesen ist. Echt traurig, traurig, traurig. Ja, da bin ich aber selber schuld. Da muss ich jetzt gucken. Also entweder fange ich nochmal ganz von vorne an, bis hierhin, nur um das Ei halt zu haben. Oder ich lasse es einfach. Da werde ich Google mal nachfragen, was das für ein Vieh ist. Ob ich das zukünftig nicht mehr kriege, falls ich doch später die Chance habe, an dieses Ei nochmal ranzukommen. Dann lassen wir es erstmal sein. Aber ansonsten, ja, habe ich hier ordentlich gerade ins Klo gegriffen. Ein super Abschluss für einen Part. Naja, aber egal, was soll's, passiert. Ist auch nicht schlimm. Und ich merke oben gerade, haben wir nicht irgendwie 10.000 D-Wall-Punkte bekommen? Oder habe ich mich da verlesen? Vielleicht waren es doch nur 1.000, weil wir müssten ja sonst irgendwie schon über 20.000 haben. Oder kann das sein? Weil wir hatten doch erst 13.000. Das verstehe ich auch nicht. Oh je, Fragen über Fragen. Das gucke ich mir alles nochmal in der Wiederholung an. Ja, und euch sage ich vielen Dank bis hier fürs Zugucken. Und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Puzzle and Dragons Z auf zum Wassertempel. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.